In dieser Folge von Fit werden mit Hannibal machen wir die Übung mit Leonard und Benny zusammen. Hallo, ich bin Leonard und bin 11 Jahre alt. Hey, ich bin Benny und bin 8 Jahre alt und wir spielen beide beim TV Hüttenberg Handball. Wir vermissen in dieser Zeit sehr das Training mit unseren Freunden in der Sporthalle und deshalb versuchen wir uns mit Videos aus dem Internet oder dem Trainingsplan unserer Mannschaft fit zu halten. Am besten machst du die Übung draußen in einer Einfahrt oder ähnlichem. Wenn es geht, ist es natürlich super, wenn du eine Art Tor hast. Es kann aber auch eine Wand sein. Dann brauchen wir noch Kreide, Bälle, wenn es geht eine Mülltonne, Steine und oder Flaschen. Zuerst üben wir das Brellen mit 2 Bällen gleichzeitig. Das kann in unterschiedlichen Höhen, Richtungen und Bewegungsrhythmen sein. Da kannst du die Schwierigkeit variieren. Wir steigern die Schwierigkeit. Halte den einen Ball in der Hand und brelle den zweiten damit. Du kannst auch mit einem Handball, einem Basketball oder Tennisball brellen. Das ist eine Übung für dein Ballgefühl. Die Übung kennst du schon, nur hältst du jetzt mit dem Ball den anderen hoch. Das schult deine Augen-Hand-Koordination. Stell dich jetzt breitbeinig hin, eine Hand vorne, eine hinten. Dann lässt du den Ball los, wechselst die Handposition blitzschnell und fängst den Ball wieder. Wenn du es schwieriger haben möchtest, dann nimm beide Hände nach vorne, lass den Ball los und fang, wenn du die Hände wieder hinten hast. Die nächste Übung ist echt schwer. Wirf den Ball hoch und fang den Ball wieder, indem du deine Hände von hinten durch deine Beine streckst. Dann wirfst du den Ball über den Rücken oder Kopf wieder nach vorne. Hier ist es zum Beispiel der Fall, dass du diese Übung so oft wiederholen kannst, bis du die Technik flüssig beherrschst. Kümmern wir uns jetzt um deine Passtechnik. Suche dir eine Wand oder gerne auch einen Passpartner und mache einen Bodenpass hinter dem Rücken an die Wand. Nimm zuerst deine starke Hand. Du kannst aber auch beide Hände abwechseln. Das schult deine Beidhändigkeit. Jetzt brauchen wir eine Laufleiter. Wenn du keine hast, mal dir einfach eine mit Kreide auf. 10 Kästchen reichen. Du kannst aber auch einfach Seile oder Leinen nehmen. Dann starten wir durch. Zuerst 2 Kontakte pro Kästchen. Mach dabei Wurfbewegungen mit der Hand. Weiter geht's mit einer kleinen Kombination. Mach mit dem linken Fuß einen Kontakt ins Kästchen, dein rechter Fuß ist draußen und du prellst dabei. Jetzt brauchst du einen Passpartner. Bau dir mit Steinen oder Flaschen einen kleinen Parcours und laufe Slalom durch. Ganz wichtig, halte immer Blickkontakt. Bei der Übung siehst du, dass Leonard die Technik flüssig beherrscht. Hier reichen 3x 30 Sekunden Belastung. Jetzt gibt's eine Übung zum Sprungwurf. Starte im Kniestand, mach 2 Kontakte und spiel einen Sprungpass. Mach die Übung erst mit rechts, dann mit links. Mach jetzt einen Doppelkontakt in der Leiter und spiele dann Pässe gegen die Wand. Jetzt wird es komplizierter. Mache wieder einen Doppelkontakt in der Leiter und spring dann in den Nullstand ein. Das ist eine sehr anspruchsvolle Übung, aber wichtig für deinen Schlagwurf. Weiter geht es mit Übungen für deine Wurftechnik. Die Übung hier kennst du schon aus der letzten Bewegung, nur dass du diesmal aufs Tor wirfst.
Wenn du kein Tor hast, kein Problem, dann nimm einfach eine Wand. Wir steigern die Schwierigkeit, denn diesmal machst du noch eine Täuschung. Prelle mit dem Rücken zum Tor, mach dann eine Täuschung durch die Beine, führe wieder die Bewegung aus und wirf aufs Tor. Dadurch hast du weniger Zeit und musst besser deinen Ablauf koordinieren, so wie es im Spiel auch ist. Hier hast du drei Preller frei, du kannst den Ball zwischendurch auch wieder auffangen. Wenn du es gut kannst, dann mach es flüssig. Jetzt geht es um deine Sprungkoordination. Baue dir ein Viereck aus Flaschen oder Steinen. Mach jetzt sogenannte Schlusssprünge, heißt deine Beine sind geschlossen. Du springst einmal nach vorne, dann nach links, dann wieder nach vorne. Dann hast du einen beidbeinigen Absprung. Achte darauf, dass du nicht diagonal springst, sondern wirklich vorne, links, vorne. Probiere dabei ständig wurfbereit zu sein. Stell deine Flaschen jetzt enger auf. Das ist deine vorbereitete Übung für eine Täuschung zum Wurfarm. Spring nach links vorne, links zurück, dann nur noch einbeinig in die Breite und den letzten Schritt wieder einbeinig nach vorne. Wichtig, probiere einen schönen Rhythmus hinzubekommen. Das Ganze machen wir jetzt auch auf der anderen Seite. Diesmal sind nur zwei Flaschen aufgestellt. Mache zwischen ihnen schnelle Sidesteps, halte deinen Arm in einer wurfbreiten Position. Auf ein Signal wirfst du den Ball mit einem Schlagwurf gegen die Wand. Jetzt brauchst du eine Mülltonne oder ähnliches. Lege dir den Ball selbst vor. Simuliere jetzt mit der Berührung an der Mülltonne eine Lauftäuschung. Nimm den Ball wieder auf, wie bei einem Anspiel, und schalte direkt in einen Sprungwurf um. Zum Abschluss kommen noch Übungen für das Kreisspiel. Male dir dafür auf den Boden einen Kreis auf, der den Torraum darstellen soll. Dazu kommen noch zwei Linien, in denen du dich bewegen kannst. Als erstes üben wir eine einhändige Ballannahme, links und rechts. Auch hier brauchst du wieder einen Anspieler. Bewege dich jetzt in diesen Linien von links und rechts und werde jeweils passend angespielt. Die letzte Übung ist wieder eine Kombination. Mach wieder die gleiche Bewegung, aber dreh dich dann um und wirf's aufs Tor. Wir hoffen, die Übungen haben dir gefallen. Wir haben schon gehört, dass sich unsere Jugendnationalspieler das Video auch angesehen haben. Seid also gespannt, was in den nächsten Tagen dann noch alles passiert.